Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute aus der Kaiserstadt Bad Ischl, dem Monte Carlo von Altösterreich. Wer von euch ist denn schon einmal da gewesen? Schreibt es mir gern ein in die Kommentare. Wir machen heute eine richtig coole Tour. Ich habe mein Ziel schon gesehen, und zwar das Ziel ist der Leonsberg. Der ist da angeschrieben. Leonsberg gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal den schwarzen Steig rauf oder über den Gartenzinken rauf. Wir machen es so, dass wir eine Rundtour machen. Wir gehen über den anspruchsvollen Weg rauf und dann über den Ostgrat, glaube ich, auf dem Leonsberg rauf und über den Gartenzinken runter. Ich habe mir das auf der Karte angeschaut. Wird eine richtig lässige Tour. Viel Spaß, kommt's mit. Ja, also ich habe im Ortsteil Pfandl geparkt. Man hätte auf jeden Fall von nicht so weit draußen starten müssen. Wenn es eingibt in Google Eiskapellenweg in Pfandl, Bad Ischl, dann müsstet ihr zu diesem Parkplatz hinter mir finden, wo einige Autos stehen, ob man da parken darf. Keine Ahnung, es ist zumindest kein Parkverbotsschild da und einige Einheimische stehen dann da. Für uns geht es jetzt in dieses Tal rein und da hinten oben diese Kette, da ist ja unser Ziel, der Leonsberg. Alles sehr gut angeschrieben. Nach einem guten Kilometer vom Parkplatz ist man noch an so am Talende hinten. In der Beschreibung habe ich eben gelesen, dass der Aufstieg da ziemlich steil sein sollte. Kleiner Vorbote dazu ist schon da. Da ist so ein Gerüst auf. Bin ich schon gespannt. Ja, da verschlängelt sich ein ziemlich enger und steiler Pfad. Man macht schnell Höhenmeter, die ersten paar hundert Höhenmeter. Bis in der Früh noch von der Sonne geschützt. Da komme ich jetzt hinein. Und es wird erstmals ein bisschen frei. Steile Waldstickerl sollte man jetzt mittlerweile hinter uns haben. Ja, da drüben ist der Leonsberg. Und für uns geht es da jetzt hier auf den Waldbuckel und nachher über den Gratrücken auf den Gipfel. Ja, mittlerweile bei der Schütterm herum, 66 Meter. Leonsberg schon 15. Das heißt, ein bisschen mehr bei der Hälfte haben wir schon.
Also der Rücken da rauf ist echt sehr sanft, sehr flach, steigt immer gemütlich dahin. Das Panorama ist halt ein Wahnsinn. Da drüben ist der Stock, wo die Katrin ist. Das ist ein Klettersteig. Und ich denke mal, ihr seht es. Da hinten der wunderschöne Dachstein. Da unten aus dem Sattel bin ich jetzt hergekommen. Da hinten, das müsste die Drisselwand sein. Und noch weiter hinten das Tote Gebirge. Da vorne der Dachstein. Und da geht es auf den Gipfel rauf. Wir gehen nachher da vorne runter und dann wieder da runter. Wir kommen aus dem Tal da unten raus. Das heißt, das ist nachher wirklich eine schöne, wunderschöne Rundtour. Kurze kleine Kraxelstelle. Schaut das von oben aus. Wieder eine kurze kleine Kraxelpassage. Sogar mal eine stahlseilversicherte Passage ist auch dabei. Kurze Stelle und da ist schon wieder vorbei. Herrlich. Und da vorne ist der Gipfel. Ja, ab da ist noch alles ganz einfach. So, bergheil vom Leonsberg, 1745 Meter. Da hinten seht ihr den Attersee. Da der Leonsberg, das müsste das Höllengebirge sein. Da geht es weiter ins Tote Gebirge. Da drüben ist der Dachstein, da unten Barischl, da komme ich her.
Da geht es Richtung Gartenzinken, da gehe ich weiter. Die erste Reihe ist die Osterhorngruppe, dahinter ist das Tennengebirge, da unten der Wolfgangsee, Spaber, da drüben Schafberg und ganz hinten, wo es weiß ist, der Untersberg. Jo, ich gehe jetzt gleich weiter Richtung Gartenzinken, es ist ein bisschen windig, aber ja, mir gefällt es, ist eine richtig lässige Runde bis jetzt. Schnee ist noch da, hier für so zum Durchbrechen. Ah, schon zum Aufpassen. Hinten der Leonsberg, da komme ich her. Und über die Wächten geht es jetzt weiter. Naja, ein bisschen zum Aufpassen da. Waldschnee. Ausrutschen ist da nicht frei. Kurze Passage. Also wunderschöner Wanderweg da oben, wobei es ist schon zum Aufpassen, was im Absturzgelände. Ja, da ganz hinten bin ich jetzt her. Vielleicht nochmal ein Überblick über die Scharte auf den Gipfel, dann auf den Vormugel und gerade rum. Da müsste jetzt dann gleich mal der Gartenzinken sein. Und für uns geht es noch irgendwo da oben. Ja, das war jetzt dann da oben eben der Gartenzinken. Ich bin mittlerweile im Abstieg. Das ist ein ziemlich unguter Wanderweg. Voll zum Aufpassen. Aber da werden wir auch runterfinden. Ja, jetzt ist der Weg endlich besser. Da die ersten 200 Höhenmeter, aber das war ja richtig anstrengend. Jeder Schritt zum Aufpassen. Da oben ist der Gartenzinken. Über den ganzen Grat bin ich Vierer gekommen. Und wie gesagt, da oben durch die Latschen, das Gelände ist echt ja, sinnlos.
Also auch da zum Aufpassen. Oh, anstrengend. So. Genau. Ich muss jetzt halt aufhören. Und dann bin ich eh gleich wieder beim Parkplatz. Ich mache jetzt noch ein kleines Resümee. Gefühlsmäßig, wenn ich die Tour noch einmal gehen würde, würde ich die Runde umgekehrt gehen, sprich über den Gartenzinken rauf und über die Schütter, oder wie die geheißen hat, oben ist zwar so rauf rot und oben schwarz markiert, aber für mich macht das eigentlich keinen Unterschied. Drüben ist eine seilversicherte Passage, da ist überhaupt nichts versichert. Aber es ist so viel loser Dreck da und du musst so aufpassen. Der Wald aber ist bockstecke. Aber alles in allem, muss ich sagen, die Runde war echt ein Traum. Im Herzen des Salzkammer kurz hoch über der Kaiserstadt, Bad Ischl. Also mir hat es taugt. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, hinterlasst einen Kommentar. Und wer in Zukunft nichts mehr verpassen will, das vielleicht das erste Video von mir war, Kanal abonnieren, Glocken aktivieren, kriegt ihr eine Erinnerung, wenn ein neues Video online geht. Und wie immer, da auf der Seite geht es zu den nächsten Videos. Macht es gut, pfiat euch, ciao, ciao.